Gute, meine Freunde, und willkommen zu OpenTTD. Ribben und ich sind wieder am Start. Wir beginnen eine neue Staffel, eine neue Karte. Die ist diesmal um einiges größer als das letzte war. Das sieht man vielleicht auch schon. Ich glaube, insgesamt viermal so groß. Wir haben uns schon eine Stadt rausgesucht, bei der wir starten wollen. Das ist Nürnheim. Die ist, ja, so ziemlich die größte Stadt hier. Ja, und dann würde ich sagen, Ribben kann auch dann gleich schon mal loslegen und anfangen, Busdepots zu bauen. Ich kümmere mich um die wichtigen Dinge. Und zwar sollten wir unsere Firma mal benennen. Das wäre eine Idee. Ich fange nebenbei, wie gesagt, schon mal mit Busstation in Nürnheim an. Oder auch erstmal von mir. So, es ist doch eine Weile her, dass wir das letzte Mal gespielt haben, ne? Ja, es ist eine ganze Weile her, tatsächlich. Kam irgendwie auch immer was dazwischen. Wir haben sogar auch eine neue Staffel mal angefangen, aber dummerweise ist das jetzt so lange her, dass wir jetzt ewig brauchen würden, um uns reinzudenken. Dr. Schlong von Bimsbergen. Ein wunderbarer Managername. So, unser Manager heißt Dr. Schlong von Bimsbergen. Das fängt schon mal gut an. So, die wichtigen Dinge sind jetzt erledigt. Wir können eigentlich aufhören. So, du baust gerade Busse. Dann schaue ich mich doch mal um, wo wir unsere erste Bahnstrecke hinbauen könnten. Was gibt's denn hier im Umkreis? Wir haben hier eine Fabrik. Nicht mal ein Wald in der Nähe, ne? Weil wir hätten Sägewerk direkt vor der Stadt. Aber ich sehe leider keinen Wald mehr. Da haben wir einen Bauernhof. Ach, da fällt mir ein, in welchem Jahr fangen wir eigentlich gerade an? 1950, wir haben ein bisschen später angefangen. So, da haben wir einen Bauernhof. Hier haben wir ein Stahlwalzwerk. Da haben wir ganz viele Bauernhöfe, aber ich finde kein Stahl- oder Eisenbergwerk. Stahlwalzwerk. Kannst du das nicht suchen? Sägewerk. Ja, das könnte ich auch suchen. Getreide. Wo ist Eisenerz? Müsste eigentlich ganz oben sein, oder? Nee, da. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. So, geht los. Wo ist denn unser Nürnheim? Ziemlich in der Mitte. Am besten nimmst du einmal das Städteverzeichnis und sortierst nach größte Städte. Da müsstest du ja auch eigentlich schon unsere Haltestellen sehen. Naja, darum geht's mir nicht. Aber ich muss ja jetzt irgendwie raussuchen, welchen welche Eisenerzproduktionsstätte wir nehmen. Weißt du, was ich meine? Ja, eine Eisenerzmine meinst du, ne? Bielehausen. Ich suche eben mit. Brunsbach. Ja, das ist tatsächlich schwierig. Das ist ein Tick entfernt. Es gibt dann natürlich mehr Kohle. Also Eisen, du weißt schon, was ich meine. Essen. Kein Eisenwerk in der Nähe. Nee, ne? Irgendwie nicht. Warum fangen wir nicht mit Kohle an? Da gibt es nämlich massive. Klein Wiesbaden.
Tja, es gibt tatsächlich nichts in der Nähe, ne? Nee, leider nicht. Tja, dann werden wir das wohl teuer hintransportieren müssen. Dann würde ich sagen, fahren wir doch mit dem Klassiker Cola an, oder? Ja, ich glaube, das bietet sich am meisten an. Die ersten drei Busse fahren jetzt auch. Also dann haben wir hier das Kraftwerk bei Langenstadt. Und wo haben wir die Cola? Da. Oh, da müssen wir aber ekelhaft Brücken bauen. Oder haben wir hier sonst noch irgendwo Kohle? Bei Flensberg haben wir noch Kohle. Kohlewerk sozusagen. Oder Hildemünster. Quedlinfeld an der Spree. Also, am nächsten. Wo? Ah, also, ja. Südlich von Flensberg, da musst du nicht so blöd drum rumbauen. Ja. Aber, ja, da müssen wir aber trotzdem ziemlich weit bauen, ne? Viel Strecke. Wohin willst du denn bauen? Zu Schweinfurt? Schweinfurt? Nee, ich hätte jetzt gedacht, genau bei Nürnheim das. Wo ist dein Kraftwerk bei Nürnheim? Ach, da oben. Ja, sorry, hast recht. Ja, dann gucken wir lieber kurz weiter nördlich. Guck mal, dann lass einfach das lange Stadt nehmen. Scheiß drauf. Okay, aber dann müssen wir über den See bauen, ne? Ah, ja. Stimmt schon. Ist aber, glaube ich, das Kürzeste. Ja, können wir machen. Da kommen wir mit einer Brücke zurecht. Erstmal, ja. Ja. Ich setze mal den Bahnhof. Geradeaus rüber. Also sieht das doch schon mal ganz gut aus, oder? Ja, und dann würde ich jetzt die Brücke rüberbauen und dann aber um diese Midisee drumrum. Und drüben. Okay. Wollen wir eigentlich auch sogar so rüber. Dann baue ich drüben schon mal einen Bahnhof. Wie viel, wie groß hast du ihn gemacht? Zwei Gleise. Zwei Gleise und Bahnsteiglänge 5, ne? Mhm. So, und du sagst drumherum bauen, oder was? Um den See, ja. Und dann kannst du so zum Schluss über den letzten Hügel rübergehen. Ich komme dir da schon mal entgegen. Sieht das doch gut aus. So, Rest überlasse ich dir. Das sieht doch schon mal ganz in Ordnung aus. Si, senor. Si, senor. Si, senor. So, dann machen wir ein Einfahrtsgleis und ein Ausfahrtsgleis, ne? Oh Gott, Signale. Oh je. Oh je, ich habe alles vergessen. Jetzt fängt der Spaß an. Ich mache mal auf der anderen Seite schon mal eine Kreuzung, ne? Ja.
Das Depot mache ich mal an Bielebach-Waldrand dran, ne? Also an die Fabrik. Oder sollen wir es eher bei der Mine? Ne, bei der Mine macht mehr Sinn, ne? Für die erste Fahrt. Was meinst du? Das Depot, das mache ich mal bei der Mine hin. Ja. So, ich hoffe, das mit den Signalen ist richtig. Ich weiß gar nichts mehr. Das werden wir gleich rausfinden. So, hier machen wir ein Einfahrtssignal, da machen wir ein Ausfahrtssignal. Beziehungsweise ein ganz normales Fahrtsignal. So, eine Lok haben wir schon mal und dann kommen noch Kohlewaggons dazu. Wir machen fünf, ne? Jo. Ne, Moment. Wir könnten dann auch bald mal Personenverkehr machen zwischen Langenstadt und Nürnheim. Ich würde sagen, ich mache mal in Langenstadt auch noch ein Busdepot. Mach das. Ich programmiere mal den Zug eben. So, Busdepot. Na, falsch rumgebaut, ich Idiot. So, vollladen jeder Fracht. So, der Zug fährt. Schauen wir mal, ob die Signale funktionieren. Oh, du hast wieder Linksverkehr gemacht. Ich hasse dich. Muss ja wieder komplett außen rumfahren. Ich habe ihn extra auf die richtige Seite gestellt. Na, dann ändere ich jetzt gleich die Signale. Von Anfang an diesmal Rechtsverkehr, würde ich sagen, ne? Überall. Ja. Ich hätte auch das Fahrzeug kopieren können. Na, die ganzen Basics, die sitzen nicht mehr. Ich hätte vielleicht auch mal ein paar Haltestellen bauen Schwache sollen. Nummer. Wo baust du überhaupt? In Langenstadt, dass wir uns beliebt machen, bevor wir alles mit Gleisen Langenstadt sehe ich noch gar zukleistern. nichts. Warum sehe ich denn da noch nichts? Was? Die Bushaltestelle kann nicht gebaut werden. Straße musste erst entfernt werden. Jetzt hast du einen gebaut. Ja, du kannst nicht auf Kreuzungen bauen. Soll ich direkt mal zwei Kohlezüge draus machen oder lassen wir erstmal einen? Wird fast erstmal bei einem belassen. Ja, mach erst mal ein. Vor allem, bis ich die Signale geändert habe, sonst gibt es wieder Tote. Baue mal in Flensburg auch schon Busse, weil die ist auch recht groß, die Stadt und gleich nebenan. Muss ich denn eigentlich irgendwie den Aufladenbefehl noch geben bei den Bussen oder machen die es automatisch? Nee, die machen es automatisch, ne? Eigentlich machen sie es automatisch, ja. So, dann ändere ich jetzt mal gleich die Signale, ne?
Ja, die Ausfahrsignale waren richtig idiot. So, der Bus fährt auch. Wir lassen es mal bei einem. Hat schon gut Wiese gemacht bisher. Ja. Ah, die Investition wird getätigt. Ne? Eben. So, Signale sind getauscht. Langenstadt müsste uns jetzt eigentlich mögen. Wie sieht's aus in Flensburg? Da fährt der erste Bus und das dauert einen Moment, aber bisher sagt die Stadtverwaltung, wir haben eine sehr gute Beziehung zu ihr. Nürnheim wächst sogar jeden 20. Tag, also ziemlich schnell. Langenheim wächst auch jeden 72. Tag. In Flensburg sieht das noch anders aus, den gibt es gar nicht, aber das wird sich demnächst ändern, denke ich. Unser Zug fährt. Hat er schon mal Geld gebracht? Das ist sehr gut. Nee, das ist die erste Fahrt. Ich habe es gerade noch umgestellt, dass er nicht immer voll lädt, sondern einfach nur belädt. Sonst wartet er manchmal ewig. Und 78% schon befördert beim Kohlekraftwerk. Also können wir es erstmal bei einem Zug belassen. Wir haben einen Ort auf der Karte, der heißt Freudendorf. Da bringen wir die ganzen Trucker unter, würde ich sagen. So, er fährt ein und wir kriegen Geld. Dauert einen Moment, er muss erst entladen. Das geht für gewöhnlich sehr schnell, wie man sieht. 16.000, das finde ich ziemlich in Ordnung. Das geht, ja. Ich hoffe, jetzt ist auch ein bisschen Kohle da zum Aufladen. Ja, 64 Tonnen. Also kommen wir da mit einem Zug, glaube ich, erstmal hin. Auf jeden Fall, ja. Wie wär's denn dann jetzt mal mit Personenverkehr zwischen Nürnheim und Langenstadt? Lohnt sich das schon, nach Langenstadt zu bauen? Vielleicht sonst nach Flensburg? Ja, wobei, eigentlich hast recht. Ja, lass uns das machen. Ich baue mal in Langenstadt einen Bahnhof. Ja, mach gleich viergleisig am besten. Weil ich glaube, in Langenstadt wird viel ankommen, ja. Dann baue ich den aber minimal außerhalb und dann müssen wir über den See. Aber nehmen Sie, bau den so, dass der auch Waren annimmt. Egal, wo ich den baue, es werden keine Waren angenommen. Ah, doch, da. Aber muss ich genau ans Ende der Straße oder bauen. Oder an der Südseite. Da, wo es so leicht bergauf geht noch. Ja. Da ist doch so ein Stadion. Ja. Wenn ich einen Tick südlich davon setze... Da müssen wir halt das Sägewerk da wegmachen. Das Sägewerk? Ach, da meinst du? Nee, ja, nee, da würde ich es gar nicht hinmachen. Sonst sondern guck mal, da ist, doch, da ist doch so ein kleiner Hügel oben drauf. Da. Aber den können wir nicht platt machen, ne? Was ist da ein Hügel? Naja, nördlich von dem Loch. Sägewerk. Das ist kein Hügel, das ist ein Loch. Geht runter. Ja, da könnten wir auch hinbauen. Das Loch könnten wir auch wegmachen. Dann können wir aber nur drei Gleise nutzen, um sie weiterzuführen, falls wir das machen wollten. Sonst wird es ein Sackbahnhof. Und das Wegewerk müssen wir trotzdem wegmachen.
Ich würde es trotzdem dahin bauen. Und zur Not können wir halt nur ein Gleis weiterführen, oder? Ja, wir sollten schon Platz haben, oder? Es ist halt Risiko. Machen wir das Sägewerk weg und riskieren, dass wir da nicht mehr bauen dürfen? Oder bauen wir erst und machen dann das Sägewerk weg, um dran zu bauen? Also wenn du den Bahnhof drehst und etwas... Soll ich mal einfach platzieren? So wie ich glaube, dass es gut ist. Ich bezweifle, dass es gut wird, aber mach mal. Ja, nee, wobei ist auch scheiße, ja, Moment. So macht's. Ebenes Land erforderlich, ja, okay. Man müsste erst was ebnen. Versuch nochmal. Wo bist denn du? Wo hast du jetzt gerade was gemacht? Langenstadt. Ach, bei Langenstadt bist du. Wo bist du denn die ganze Zeit? Ich bin unten bei Nürnberg oder Nürnheim. Ach, Junge. Ja, dann mach mal Nürnheim und ich mach jetzt Langenstadt. Bei Nürnheim brauchen wir, oder bei Langenstadt reichen, glaube ich, 2 Gleise auch. Achso, ja gut, dann. Langenstadt nimmt auch keine Waren an, aber liefern könnten wir. Shit. Nein! Also wir könnten einen 4-gleisigen Sackbahnhof machen in Nürnheim. Ha! Sehr geil. Ebne mal eben. Ah, du machst schon, gut. So, jetzt hassen sie uns wahrscheinlich, aber wir schauen einfach mal. So, und jetzt sollten wir da möglichst schnell Gleise rausbauen. Ausgezeichnet ist die Beziehung noch. Damit sie uns da nicht zutüdeln. Bau du mal die Gleise raus. Denk an die Kreuzung. Guck, da geht's nämlich schon los. Da bauen sie schon ihre Straßen. Haben sie schon was gebaut, ne? Ja. Egal, ob das Sinn macht. Einfach nur mal gebaut jetzt. Ja, damit die da nichts zubauen. Weil die bauen halt Bahnübergänge dann rüber, ne? Das ist aber an sich gar nicht so blöd, wie du es jetzt gebaut hast. Ja, wenn wir es in eine Richtung den Verkehr nur machen. Beziehungsweise, nee, eine... 2 sind für Einfahrt. Und 2 sind für Ausfahrt in eine Richtung, ne? Gut, müssen wir uns dann nachher nochmal angucken, wie wir das machen wollen. Auf jeden Fall können wir damit aber auch das Sägewerk beliefern, ne? Stimmt, ja. Guck mal, so könnte man es machen. So passt das nicht. So. Ups. So. Und wie wollen wir das jetzt regeln? Rechtsverkehr. Also hier ist Ausgang. Das wird wieder des Todes, Alter.
Ich baue mal nebenbei noch eine Buslinie im Nordwesten bei Fahrberg. Die ist nämlich auch schon relativ groß. Vielleicht könnte man da dann den Passagierverkehr weiterhin. Boah, die Kreuzung ist der Tod. Also es wäre ja eigentlich fast übersichtlicher, wenn wir auf der Rückseite quasi so eine Art Turnaround einbauen, oder? Ein Turnaround braucht's nicht. Wenn die Züge da wieder Wir raus können selbst wollen. umdrehen. Wir können das selbst umdrehen. Ja, nee, aber wenn wir jetzt, ja. Okay. Ah, shit. Jetzt habe ich Mist gemacht hier mit den Kreuzungen. Ah, das habe ich vergessen. Die dürfen ja nicht so nah da dranhängen. Weil sonst kann man keine Signale mehr setzen. Jetzt könnte es natürlich eng werden, ne? Oh, wir sind pleite. Jo, auch gerade gesehen. Aber unser Zug kommt gleich. Könnten sonst auch nochmal Kredite aufnehmen, aber wenn eh gleich dazu kommt, dann ist er wurscht. Aber theoretisch passt das so. Also wir brauchen eigentlich nur die beiden oberen Gleise als Einfahrtsgleise und die anderen sind für Züge, die von der anderen Seite kommen. Ja, stimmt. Und dann kann man die nämlich wieder zurückführen. Ja. So, Busverkehr in Fahrberg läuft auch. Das war ein gutes Geschäftsjahr. Schnell versteckt die Bilanzen vor, bevor die Aktionäre kommen. Minus 166 haben wir im ersten Jahr gemacht. Ah, shit. Wir haben ein Problem hier. Welches denn? Oder kann ich das noch fixen? Oh, Hund. Gut. Man hört hier einen Hund bellen, Ich jetzt höre das wahrscheinlich im gerade im Video. Hintergrund. Sehr gut. Was zum Heck? Ach ja. Vor deiner Sehr Tür schön. oder was? Ja. Jo, so funktioniert das. Das sieht doch gut aus. So, da muss nur ein Ausfahrtssignal hin und kein. Wenn du aber kein Einfahrtssignal hast, dann kommen die auch nicht rein, ne? Also. Ja, da sollen sie ja auch nicht rein. Also, die sollen ja nur von der anderen Seite. Achso, okay, ja, dann ist gut. Wollte gerade sagen, weil
Was soll rausfahren, wenn nichts reinkommt? Aber von der anderen Seite verständlich. Den kann ich. So. Sollen wir auf der anderen Seite den Berg noch platt machen? Oder über den Berg drüber bauen? Ich würde sagen, platt machen, oder? Warte, wo meinst du denn? Hier. Ja, mach. Ach so, nee, bau drüber. Das, guck mal, was das kostet. Oder außenrum jetzt. Ja. Naja, das brauchen wir jetzt sowieso. Viel Geld. Brauchen wir jetzt sowieso erstmal nicht. Ich will nur mal die Gleise rausbauen. Beim Kohlebergwerk wird nur noch 54% befördert. Ich würde den Zug jetzt mal duplizieren. Mhm. Wobei wir wahrscheinlich dafür nicht genug Geld haben, aber ich versuch's mal. Ja, 65.000. Insofern warten wir damit mal eben. Jo. Brauche noch ein Zugdepot, fällt mir ein. Das ist richtig. Das würde ich aber erst eher bei Langenstadt bauen. Weil sonst bauen wir es da so zu bei Nürnheim. Die Stadt ist im Übrigen schon deutlich gewachsen. Also wir haben schon über 1000 Einwohner. Können wir, glaube ich, in die Mitte setzen, oder? Können wir auch, ja. Nimmt sich nicht viel. So, können wir jetzt einen Zug kaufen oder haben wir nicht genügend Geld? Ah, da haben wir nicht genug Geld für. Leih dir mal Geld. Wir haben auf jeden Fall jetzt gut Busverkehr laufen in 2, 3, 4 Städten. Das wird schon mal ein bisschen Geld nebenbei generieren und dann haben wir unsere Kohlestrecke. Das macht auch schon mal gut Geld. Wenn wir dann noch die Passagiere haben, ich glaube, dann sind wir auf jeden Fall auf einem guten Weg. Was ist denn der Personenwaggon? Ach, Passagierwaggon, da ist er doch. Du brauchst nochmal Kredit, ne? Mach nochmal grad. Hab ich gerade. Brauchst noch mehr? Nee, passt. Ich mach den Zug nicht komplett voll. Chemnitz haben wir hier auch. Müssen wir da hin? Nö. Würde ich einfach umbauen, umfahren. So, die ersten werden sich gleich in den Kommentaren beschweren. Dortmund an der Donau sieht auch schön aus. Und ich will jetzt natürlich nicht den Tag vor dem Abend loben, aber wir hatten noch keinen einzigen Bus, der irgendwie einen Breakdown hatte. Okay. Aber die sind auch noch alle recht jung, muss man auch dazu sagen. Und wir sind halt, wir haben diesmal ein bisschen später angefangen von der Jahreszeit her. Dementsprechend sind oder taugen die Verkehrsmittel auch schon ein bisschen mehr, glaube ich, ne? Ach scheiße, jetzt habe ich das. Ich habe das Depot umbenannt. Macht doch nichts. Personenlangfeld Nummer 1. Gerade gewundert, warum heißt das Ding noch Zug 2? Warum überhaupt Zug 2? Wo ist denn Zug 1? Ah, der Kohlezug.
Ja, der heißt ja schon anders. Wahrscheinlich einfach ein interner Zähler, der da hochgezählt wird. Wahrscheinlich, ja, hast recht. So, aber irgendwie, wenn ich ihm den Auftrag gebe, nach Langenstadt zu fahren. Ah. Da sind noch keine Signale da oben, ne? Ja, vollladen. Nee, lade, wenn verfügbar, will ich ihm geben. Macht aber nicht. Langen steht, entladen und laden. Bin gespannt, ob der viel bringt. Ah, entladen und laden. Okay, alles klar, so heißt das. Nürnheim ist inzwischen echt groß geworden. Jetzt allein in der ersten Folge schon. Und der erste Zug ist im Arsch. Bus. Muss, Sache, ich will den Tag nicht vom Abend loben. Tja. Vor allem der andere hängt jetzt fest da So, hinten. hast du eigentlich bei Langfeld jetzt die Signale gesetzt? Nee, noch nicht. Langstadt, Langfeld, Langstadt. Aber ich habe noch keine gesetzt. Also bei einem Zug braucht es die auch noch nicht, aber sollten wir noch nachgucken. Ich glaube, passt das machst lieber du, weil ich habe das auch nicht, gar nicht mehr drauf. Dann sollten wir natürlich nachher auch zwischendrin auf der Strecke noch welche ziehen, ne? Also Streckenabschnitte machen. Ja, das wäre auch eine gute Idee. Das mache ich gerade mal. Ach, wie schön. Schöne Sache. Das sieht doch mal gut aus hier. Jetzt auch gar nicht so schnell unterwegs, ne? Nee, so schnell ist er nicht unterwegs. Ich hoffe, die fangen da mal an, hier in Massen zum Bahnhof zu strömen. Oh, das wird einen Moment dauern. Die müssen erstmal alle lernen, dass jetzt ein neuer Zug ist. Ja, 21 Passagiere stehen da jetzt, vier Postsäcke. Ja, das war schon mal gut. Ach stimmt, Post kann er ja schon mitnehmen. Ja, Post habe ich. Ich habe da auch einen Postwaggon dran. Aus irgendeinem Grund nimmt Langstadt Süd aber bisher nur Passagiere ein. Eigentlich hatte ich ihn so platziert, dass er auch Post mit annimmt. Der Stadt, der Bahnhof. Ja, das Ding ist, wenn die Stadt ein bisschen größer wird, sobald die näher an den Bahnhof rankommen, dann wird da wahrscheinlich auch Post angenommen. Hängt ja immer damit zusammen, wie nah oder fern der Stadtkern ist. Ja. Ich habe vorsichtshalber hinten raus auch schon mal noch Gleise gezogen, dass die uns da nicht auch zubauen, dass wir irgendwie aus diesem Bahnhof rauskommen. Und vielleicht können wir nachher wirklich eine Strecke dann durch die Stadt ziehen, dass die einfach außenrum wächst. Du kannst übrigens das Stadtwachstum fördern, indem du selbst Straßen ziehst, am besten immer so, dass quasi zwischendrin so Sechserfelder entstehen. Das ist wohl am effektivsten. Okay. Aber das lohnt sich jetzt noch nicht. Ja, guck mal, wie Nürnheim schon gewachsen ist. Das ist krass. So, ich würde Ja, aber das mache ganz ich auch gerne schon. dann auch Waren nach Nürnheim transportieren. Dafür brauchen wir aber Stahl. Stahl. Das wird schon schwieriger. Erz haben wir immer noch nicht gefunden. Ja, nicht in der Umgebung. Nicht in der Nähe, ne.
Bei Flensmünster sind 2 Eisenbergwerke. Da sehe ich aber kein Stahlwalzwerk. Doch da. Nee, das ist eine Fabrik. Da ist ein Stahlwalzwerk. Und dann könnte man es vom Stahlwalzwerk hochtransportieren. Boah, das ist aber echt eine Strecke, ne? Da haben wir auch einfach das Geld gerade nicht zu, das ist das Problem. Dann könnte auch bei Michelsheim. Das ginge noch am 1. Ja, und bei dir. Ja, super gut, ne? Seit wann haben die Nachbarn denn nun? Schon die ganze Zeit. Hm. Oh, der Zug hat die erste Panne. Läuft. Ja, da muss man auch immer aufpassen, dass die Strecke nicht zu lang ist, ne? Sonst Depots zwischendurch bauen, glaube ich. Also bei dem, ja. Bei der Strecke ist das jetzt, glaube ich, noch nicht das Problem. Im Übrigen, guck mal, die haben ziemlich nah am Nürnheim-West an dem Bahnhof jetzt schon den ersten Bahnübergang gebaut. Sehr gut. Da hatten wir doch mal das Problem mit den Bussen. Ja, die, dass wir nicht verstanden haben. Aber aus welchem Grund nochmal standen die da? Irgendwie standen die da fest auf. Nee, die mussten da drauf umdrehen, glaube ich, ne? Und dann gab's Unfälle. Guck mal, 2000. Und für Transfer nochmal 380. Na, guck mal, die Postsäcke werden auch abgeladen hier, trotzdem, in Langenfeld. Ja, cool. Das war seltsam, aber cool. Ja, ich würde sagen, das ist doch schon mal ein schöner Start für eine erste Folge. Auf jeden Fall, ja. Es läuft. Guck mal, 68 Passagiere warten da schon in Nürnheim. Mal gucken, was das jetzt gibt, wenn er das da ablädt. Oben haben wir, glaube ich, gerade 2000 gemacht. Ist, glaube ich, ganz gut, die Strecke tatsächlich. Und die haben den Bahnübergang vollendet. Der belädt und entlädt jetzt parallel. Ah, wegen den Postsäcken, verstehe. 1680, ich meine, das würde auf jeden Fall noch mehr später. Je größer die Städte werden. Nürnheim ist jetzt bei 3600, also haben wir sicher dann in der nächsten Folge 4000 erreicht. Das ist doch super. Unsere Busse sind nicht profitabel in Langenfeld. Okay. Langenstadt meinst du? Ja. Vielleicht brauchen wir nur einen. Ich würde aber sagen, das ist alles, was für die nächste Folge optimieren und weiter ausbauen. Ja, und wir müssen auf jeden Fall noch ein paar Industrien anschließen und eventuell dann halt woanders Waren produzieren, die wir entweder dann hochkarren, ja, auf jeden Fall. Mit einem langen Zug oder mit dem Flugzeug wieder ranfliegen. Jo. Mit dem Rosinenbomber letztes Mal haben wir ja auch pro Flug 20.000 gemacht. Das war heftig, das war richtig gut, ja. Gut, okay. Ja, dann cool. Würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, bis dann. Tschüss.